Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Zurück in der Falldirbucht. Und hoffentlich ohne weitere Soundprobleme. Ich habe rausgefunden, warum beim letzten Mal der Ingame-Sound plötzlich so dröhnend laut war. Es war ein Nvidia-Update schuld, das einfach mal eben alle Soundeinstellungen überschrieben hat. Und ja. Ich checke jetzt immer alles fünfmal. Und eigentlich sollte das jetzt in dieser Aufnahme auch wieder eigentlich ganz gut laufen. Also, ja. So, wir müssen zu diesem Wrack da hinten, denn wir brauchen... Oh geil, man sieht überhaupt nichts. Wir brauchen hier diese Karten und Logbücher aus der tollen Minna und aus der Silbergeist. Und das müsste ja eigentlich da drüben sein. Okay, ich gehe mal an Land. Ich hatte ein paar Versuche schon gestartet heute, um die Aufnahme zu prüfen. Deswegen kein einziger Buff mehr aktiv. Ich hätte jetzt noch fischen können, aber nein. Dann mal schauen. Oh, mir ist gerade was aufgefallen, was ich noch tun muss. Moment. Ich hatte ein offenes Fenster neben mir, das musste ich gerade schließen. Ich wollte vermeiden, dass noch weitere unpassende Geräusche hinzukommen. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir das... alles finden, was wir brauchen. Irgendwo. Gut. Wir müssen ja auch noch hier die... Wieso kann ich hier nicht rein? Von denen müssen wir ja auch welche platt machen. Ach so, ich sollte vielleicht mal meine... Ne? Und überhaupt. Schon wieder ganz vergessen, dass wir ja die Schattengestalt anwerfen müssen. Oder können. Können. Nicht müssen, sondern können. Ja. Nummer 1 von 10. Ja, wo werden... hier. Moment, ist hier etwa... Das Logbuch. Der tollen Minna. So. Und hier haben wir die Karte. Super. Na, das ging ja jetzt flott. Sehr schön. Von den Räubern müssen wir halt auch noch welche machen. Also wir sind ja ganz gut unter Wasser unterwegs, sag ich mal. Ne? Also es sollte eigentlich gehen. Okay. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit den Entfernungen und allem. So. Dann müsste ja da hinten das... Ist jetzt die Frage, ist da hinten das zweite Schiff? Ist die Silbergeist dahinter direkt? Ja, ist sie. Alles klar. Zwei Hexenmeister. Ja, aber es fühlt sich doch gut an, endlich wieder mal zu spielen hier. Und es war jetzt eine ziemlich lange Pause, in der ich versucht habe, diverse Probleme noch mit dem neuen System in den Griff zu kriegen. Das ist halt alles nicht so einfach. Windows 11 ist schon ein bisschen anders als Windows 10. Man kann auf den ersten Blick nicht so viel einstellen wie in Windows 10, aber wenn man ein bisschen rumsucht und im Internet so ein bisschen nach Dingen schaut, die einem das Ganze erleichtern, ein bisschen Tipps und Tricks. Okay, warum?
Muss ich jetzt hier unten irgendwo einen. Ah, wir werden jetzt durch den Kanonenport reinschwimmen, reinfliegen, alles klar. Wir fliegen halt, ne? So. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Kanonenluke? Cannonport oder so heißt es auf Englisch. Ja, gut. Ah, die Zauberin, müssen wir die auch? Ja, ne? Ja, davon denen brauchen wir nur drei. Die sind wahrscheinlich seltener. Nehme ich mal fast an. Auf jeden Fall, sie halten die nicht viel aus. Das ist schon mal nett. So. Da sehe ich doch was glitzern. Komm zu Mama. Karte, Logbuch. Okay. Ich mache mir im Augenblick über Atemluft tatsächlich keine großen Gedanken, weil es geht eigentlich ganz gut. Oh, ich war auf Autolaufen gekommen. Autoschwimmen. Autoschwimmen in dem Fall. Sollte meine Stimme arg belegt klingen heute, kann ich mich nur entschuldigen. Meine Allergie ist wieder voll da. Also, wer hier schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, dass ich eigentlich ganzjährig allergiegeplagt bin, aber dass so Jahreszeiten wie jetzt so Frühling und Frühsommer sind die ganz tollen bei mir. Es blüht so ziemlich alles, was irgendwie mir Probleme macht. Deswegen. Ich bin nicht erkältet oder so, es ist nur die Allergie. Wenigstens ist es momentan nur die Stimme. Ich habe jetzt nicht so einen schlimmen Husten wie manchmal und der Rest hält sich auch in Grenzen mit Medikamenten, aber lustig ist echt anders. Da hinten ist noch irgendwas, das gucke ich mir jetzt gleich an. Ich hole mir mal sicherheitshalber ein bisschen Luft. Einmal atmen. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Wir haben genug Platz im Inventar. Ja, passt schon. Passt schon. Ich muss mal eben ein bisschen warten, bis Mana wieder da ist. Unter Wasser trinken geht ja nun mal leider nicht. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Ich werde jetzt das einfach mal anwerfen. Das wird schon reichen. Okay, Zauberin brauchen wir noch zwei, richtig? Ja. Und noch drei Räuber und dann haben wir das auch erledigt. Dann versunkener Schatz, Elfenedelstein. Da müsste ich mal gucken, ob das auch irgendwo hier ist. Ich wollte eigentlich mal eben das mir anschauen. Verkalkter Elfenedelstein. Ach Gott, die Dinger sind das. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt 10 von den Teilen finden. Großartig. Die ja wahrscheinlich alle irgendwo hier stehen dürften. Ich hoffe es. Okay. Ist noch ein Räuber. Dann brauchen wir nur noch eine Zauberin, wenn wir gleich die Räuber. Achso, wir brauchen noch einen Räuber, okay. Ja, und eine Zauberin. Das passt ja. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nutzen wir mal den Zauberstab, dann kann das Mana sich auch wieder ein bisschen regenerieren. Passt schon.
hätte jetzt gerne noch eine Zauberin. Nehmen wir die. Ah, nehmen wir nicht die. Das ist ein Leichnam. Haben wir hinterlassen. Okay, dann nochmal eben nach oben. Mal wieder desorientiert, wo das Land ist. Hui. Ich glaube, da ist eine... Da ist eine Zauberin. Okay. Leider sind hier keine weiteren Elfenedelsteine. Ein bisschen bedauerlich. Ich habe gehofft, es wären mehr. Also, sie wären etwas besser zu finden. Die Fische kommen vorbei und gucken zu. Alles klar. Schon etwas weird. Wie die hier so lang schwimmen. Ja, da hinten ist Sauerstoff, okay. Ich bräuchte eher Mana als Sauerstoff, aber das ist Gold. Nee, ist doch kein Sauerstoff. Ich dachte, wir kriegen hier irgendwie Luft, aber kriegen wir nicht. Ja, dann muss ich gleich mal, ich könnte ja erstmal die beiden Quests abgeben. Dann mal schauen, ob sich hier noch eine weitere ergibt. Was durchaus passieren könnte. Oh Gott, ich bin hier unter dem... Oh Gott, ich bin hier in einer Ruine. Eieiei. Gut, dass ich genug Sauerstoff oder genug Atemluft habe. Und die Mandra kann 15 Minuten die Luft anhalten. Nee, hier sind nirgendwo diese Elfensteine. Komisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier mehr irgendwie... Wir haben ja bis jetzt nur einen einzigen gefunden. Ich hätte gedacht, es wären mehr. Wahrscheinlich hier in den Ruinen. Oder eben gerade leider nicht in den Ruinen. Also da hätte ich jetzt mit gerechnet, dass hier welche sind. Der einzige, den wir gefunden haben, war hier unten neben einem der Wracks. Am Meeresgrund. Ist da noch einer? Da ist einer. Sie sind nicht ganz da, wo ich erwarten würde, dass sie sind, aber okay. Ich hoffe, wir sind weit genug weg von den, von denen hier. Ich glaube aber ja. Es ist manchmal etwas, also ich finde es wirklich schwer abzuschätzen unter Wasser, wie weit man von etwas weg ist. So, wir haben jetzt erst zwei gefunden. Da ist die Fall der Bucht. Ich musste gerade gucken, wo ist denn überhaupt die Bucht? Dann schwimmen wir mal an Land. Dann gebe ich auf jeden Fall schon mal die Quest ab, damit wir auch ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Hier können wir auch nicht lesen oder so. Nee. Gucken, ob wir das an Land können. Könnte natürlich gut sein, dass wir jetzt einfach im Wasser da nicht... Nein, können wir nichts mitmachen. Können wir nicht mit interagieren. Na gut, dann... ja, das Wetter ist wieder einmal wunderschön hier in Arati. Und auch in der Faldir-Bucht. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hin. Zu ihm. Wie
läuft die Suche- und Bergungsmission, Onimandra. Diese Karten und Logbücher von der tollen Minna und der Silbergeist brauchen wir wirklich. Wenn die Informationen aus diesen Quellen in Feindes Hand gelangen, lässt Flottenmeister Seehorn uns über die Planke laufen. Das heißt natürlich nur, wenn wir jemals aus diesem Schlamassel herauskommen. Bleib gut drauf. Dass diese Informationen gesichert sind, wird das Kommando in Beutebucht etwas beruhigen. Gut gemacht, Onimandra. Ja, ich bekomme diesen tollen Stärke-Streitkolben. Bleib sauber. Aber vor allen Dingen hier, ich bekomme Ruf und Erfahrung, aber auch Ruf. Ich mache das hier alles für den Ruf bei Beutebucht und überhaupt bei den Goblins. Redet mit mir. Ihr habt da draußen gute Arbeit geleistet, Onimandra. Dieser Abschaum hat bekommen, was er verdient. Auch wenn nichts auf der Welt mir jemals mein Schiff oder meine Crew zurückbringen wird, der Tod der Naga tröstet mich ein wenig. Ja, und auch hier bekommen wir etwas, was wir nicht brauchen können. Leider. Haben wir hier irgendwie. Wir haben ja auch überhaupt keinen Händler oder so, ne? Das finde ich voll schade. Ich hatte ja gehofft, dass irgendeiner von denen auch noch ein Händler ist, aber ist leider nicht. Ja, also. Das ist einer von den Edelsteinen. Ja, das können wir einfach verkaufen. Also das ist. Das schicke ich nicht mal zum Entzaubern oder ins Auktionshaus packen, glaube ich. Die beiden Sachen. Ah nee, die sind ja eh seelengebunden. Wir können sie ja eh nur verkaufen. Nein! Bin schon wieder auf das Falsche gekommen. Ja, also das passiert, ne? Man läuft und ganz plötzlich steht vor einem so ein Pfahl mit einer Fackel. Man rennt und auf einmal steht der einfach vor einem. Das sind diese sich plötzlich bewegenden Fackelhalterungen. Kennt man. So, ja, Mana haben wir voll. Ich nehme jetzt mal eben hier was zu essen. Nicht, dass wir es müssten, aber weil wir es können. Das ist das, ich erinnere mich. Das ist auch was anderes. Das sind diese, genau, hier. Das müssen wir eigentlich nur noch machen. Weil wir damit den Gnomenschrumpfer bekommen, der mehr Schaden macht als der verkohlte Zauberstab. Ja, wir gucken einfach mal. Wo die restlichen 8 Elfenedelsteine sind. Ich nehme an, wir werden noch 50.000 Naga schnetzeln, um die zu finden. Das ist immer so. Aber hey. Jetzt wage ich mich mal hier rein. In die Ruinen. In der Hoffnung, dass in den Ruinen irgendwo mehr von diesen Steinen rumstehen. Das würde ja irgendwo Sinn machen. Das sind hier ja auch Elfenruinen, würde ich sagen. Naga bauen nicht, also sowas. Von daher. Kann man hier eigentlich Sauerstoff dazu bekommen? Nicht wirklich. Hatte ich irgendwie gedacht, dass das so ein Ding ist, wo man Atemluft bekommt. Aber hier ist auch nichts. Ne? Oh, hier ist eine Truhe. Eine Truhe. Was haben wir drin? Alles klar. Brie aus Sturmwind. Mana-Trank Stufe 22. Seriously? Wer hat das Loot in diese Truhe gepackt? Natsubi? Im ersten Lehrjahr? Der Praktikant. Der war's. Man sieht die Steine ja eigentlich ganz gut von Weitem. Aber ich sehe absolut nichts.
Wahrscheinlich sind die doch noch weiter da. Da? Nee, das ist ein Eisenvorkommen. Zu weit kann ich gar nicht. Oh, da ist noch ein Wrack. Gucken wir uns doch das mal an. Aber auch hier ist kein Stein. Schade. Was steht denn hier? Die Edelsteine von einer Ding. Ich habe sie nicht angehabt. Gucken, ob wir jetzt was auf der Minimap sehen. Das, die Kopfbedeckung ist bei uns ja eh nur so ein Hut, der nichts kann. Von daher... Ich gehe davon aus, dass sie irgendwo mehr bei den Ruinen sein müssen. Die Schiffe sind ja gerade erst gesunken. Da ist es ja sinnfrei. Da ist was. Da. Okay. Ich muss mal eben Luft holen. Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen langatmig, ne? Die alle so zu holen, aber da müssen wir jetzt durch. Ihr und ich gemeinsam. Hoffen, dass wir nicht von den... Das ist natürlich schwierig, den zu sehen, wenn er irgendwo drunter ist. Ja, richtig. Ich habe keine Ahnung, wo noch einer sein könnte. Ich schwimme jetzt einfach mal durch die Gegend und hoffe, dass da noch mehr angezeigt wird. Eigentlich, oh, das ist ein großer Anker. Also eigentlich müsste doch hier was sein. Ah, da. Und noch einer. Okay. Vielleicht zwei. Ich glaube, den müssen wir erstmal aus dem Weg räumen. War auch noch was angezeigt. Da. Ach Gott. Murlocs. Zeit für Murloc-Flossensuppe. Würgetang. Das war überhaupt gar kein Edelstein. Aber auch nicht schlecht. Würgetang brauchen wir ja auch. Unter anderem könnten wir mit Würgetang, glaube ich, auch die Unterwasseratmung machen. Aber den Trank, aber... Ja. Da oben sind nochmal Fische. Ich kann das nicht. Hä? Das ist kein Leichnam.
das... Ich kann das jetzt nicht plündern. Warum nicht? Warum kannst du das nicht plündern? Ich kann das jetzt nicht plündern. Von wem wird es benutzt? Hier ist niemand. Oh mein Gott. Sehr schön. Es spukt am versunkenen Riff. Irgendwelche unsichtbaren Hände wollen unseren Würgetang, wollen uns den Würgetang streitig machen, eher so. Also ich denke mal, wir müssen mehr hier in die Richtung wieder. Dann sollten wir eigentlich mit der Brille Steine angezeigt bekommen. Weil, wie gesagt, das war jetzt, das waren andere Dinge, die uns auf der Minimap angezeigt werden. Okay, das jetzt aber. Wo? Wo? Das 2 oder ist das... Oh ja, gleich 2. Sehr schön. Na komm, wir nehmen mal den Feuerstab. Sparen wir uns Mana. Es reicht doch. Das bisschen... Müssen wir mal hier durchschwimmen, weil ich sehe es auf der anderen Seite. Ich habe es da glitzern sehen. Schweinerei! Oh nein! Blöder Paladin. Hat uns das geklaut. Das war unser Elfenstein. Jawohl. Wo ist denn noch einer? Der wird mir da... Da. Ich kann sagen, das wird mir doch angezeigt. Greift er uns an? Ja, okay. Kümmern wir uns drum. Sicherheitshalber mal eben nach oben, weil ich habe keinen Bock, hier keine Luft mehr zu kriegen. Hier sind aber auf jeden Fall doch noch ein paar mehr. Müssten wir jetzt eigentlich gleich finden. Ich schmeiß mal alle Buffs wieder an. 4 Minuten ist mir zu wenig. Kann ich noch nicht wirken? Ja, ist okay. Ich weiß. So, dann... Da sehe ich doch was glitzern. Ist ja schon so ein bisschen meditativ, so unter Wasser unterwegs zu sein, aber... Einfach nicht mein Ding. Merke ich immer wieder. So, wir brauchen noch 3. Hier waren eben noch mehrere. Hat die jetzt der andere Spieler? Hat uns der blöde Drenai-Paladin die alle geklaut? Das wäre jetzt suboptimal. Ist denn der hier drunter? Ach, das ist eine Statue. Das ist gar nicht so. Okay. Da. Noch mehr Naga. Wir holen uns den jetzt mal erst. So. Bevor mir da irgendein anderer Spieler zwischenkommt.
der mir das einfach wegklaut. So, wir brauchen noch zwei und hier sind noch zwei auf der Karte. Die müssen aber irgendwo hier auf der anderen Seite sein. Da. Da. Ah. Sehr gut. Und ja, hier oben nicht, aber irgendwo da unten drunter, wie es aussieht. Oh Mann, die sind aber auch echt versteckt. Mich doch lieber den, der nicht ganz so versteckt ist. Das ist, glaube ich, der Respawn von dem ersten, den wir hatten. Macht aber nichts. Okay, das ist sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal zurück an Land. Ach du meine Güte, wir sind ganz auf der anderen Seite. Okay, da hinten hin. Na, wird schon gehen. Und es regnet echt sehr hartnäckig. Also, das hat eben, als ich getestet habe, schon aufgenommen. Als ich getestet habe, schon geregnet. Das ist über eine Stunde her, als ich den letzten Test gemacht habe. Da hat es hier schon geregnet in-game. Wirklich. Okay, Dr. Drechselknacks. Was? Dr. Drechselknacks in der Burg Stromgarde? Will er mich verkackeiern? Jetzt wirklich? Ist der jetzt weg? Ich gehe da sicherheitshalber einmal hin, aber ja, na, das tatsächlich? Nee, da ist er doch. Das ist doch gar nicht. Gott sagen. Er ist doch hier unten, der Dr. Drechselknacks. Kann ich euch helfen? Wie lief es mit der Schutzbrille? Hat alles korrekt funktioniert? Änderungen können durchgeführt werden, falls es notwendig ist. Oh, und ich brauche die Schutzbrille zurück, wenn ihr fertig seid. Ich bin sicher, Captain O'Brien wird sich später für verschiedene Dinge gut gebrauchen können. Ja, hier. Absolut superb, Unimandra. Der Captain wird sehr erfreut sein und wartet nur, bis Flottenmeister Seehorn davon erfährt. Gut, wir nehmen jetzt den Gnomenschrumpfer. Wir sollten Captain O'Brien nicht warten lassen. Er wird diese Edelsteine sofort sehen wollen. Darum sind wir ja schließlich hier. Und nach ein paar Wochen Zusammenleben mit diesen Piraten sind der Professor und ich zum Schluss gekommen, dass es ganz und gar nicht gut für unsere Gesundheit ist, wenn sie denken, dass wir uns ihre Schätze einverleiben wollen. Hier, Unimandra, bringt das zu O'Brien. Okay. Machen wir. Und wir rüsten schon mal gleich den besseren Zauberstab aus. Yeah. Und wir brauchen so dringend einen Händler. Kann ich euch helfen? Ahoi, Priesterin, was führt euch auf die Brücke? Für die Allianz. Also haben die kleinen Gnome doch bewiesen, dass sie was wert sind. Wusste ich doch, dass wir diese Wartenbeißer nicht umsonst behalten haben. Seid vorsichtig. Flottenmeister Seehorn will über unseren Fund sofort informiert werden. Aber wie ihr selbst sehen könnt, sind wir nicht unbedingt in der Lage, von hier wegzukommen. Es ist nicht nur der zu niedrige Wasserstand, sondern auch diese verdammten Viecher, die wir gestört haben und die jetzt jede unserer Bewegungen aufs Genaueste beobachten. Ihr könnt den Schwarzmeerräubern einen sehr großen Dienst erweisen, wenn ihr Flottenmeister Seehorn in Beutebuch davon in Kenntnis setzen könntet, dass wir den Schatz gefunden haben und dabei sind, weitere Steine zu bergen. Bringt ihm diese Proben als Beweis. Jawohl, ja. Yes, Sir. Okay. Ich überlege gerade, es wäre jetzt vielleicht eine ganz gute Idee, mal nach Hammerfall zurückzugehen.
das Inventar zu leeren und dann vielleicht mal tatsächlich nach Beutebuch zu düsen und das abzugeben, damit es nicht wieder 50 Jahre in unserem Inventar rumdümpelt. How? Ich möchte ein wenig verkaufen. Nicht nur Ware betrachten, ich möchte verkaufen. Festgegenstand. Das ist die Mütze. Der Hut. Den ziehen wir mal wieder auf. Haben wir auch wieder mehr Platz im Inventar. Die Muscheln werden wir mal eben öffnen. Haben wir jetzt irgendwas? Können wir irgendwas kochen? Was uns was bringt? Nein. Die schaffen Muscheln nach Goblin-Art bringen nichts mehr. Wir haben im Augenblick leider nichts, was uns irgendwie hilft. Ja, dann werde ich jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Meine Herren, das ist wirklich ein Sauwetter hier. Ja. Und dann gucken wir mal, dass wir nach Beutebucht gehen. Vielleicht, ich meine, wir müssten eigentlich von hier dahin fliegen können mittlerweile. Und bringen mal diese Probe des versunkenen Schatzes nach Beutebucht. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.